Herzlich willkommen, hallo. Ja, was macht eigentlich Hochschule mit Digitalisierung und was macht eigentlich Hochschule hier? Stellt sich vielleicht der eine oder andere die Frage. Und ich weiß nicht, wer kennt die HSBA? Och, okay, das kann ich überspringen, ne? Also für die, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, ich hätte vielleicht andersrum fragen sollen. HSBA ist eine duale Hochschule, die macht Betriebswirtschaftsausbildung sozusagen für entsprechende Studierende. Ja, Olli, hast du auch mal studiert, oder? Ich bei dir. Ja, schade. Ja, und wir haben entsprechend gut 900 Studierende, sind hier im Zentrum von Hamburg und bilden mit 250 Unternehmen hier in Hamburg entsprechend Studierende im Bereich BWL und dann spezifischen Fächern wie Wirtschaftsinformatik oder Medienmanagement oder ähnliches aus. So, und jetzt steht hier Hochschule als Digitalisierungspartner. Was bedeutet denn das? Wenn ich dann mal vielleicht ganz kurz was zu mir sage, bevor ich auf die nächste Folie klicke. Das heißt also, wo komme ich her? Ich bin ursprünglich mal Kfz-Mechaniker gewesen und habe dann Maschinenbau studiert. Habe dann dort promoviert, da ging es sehr stark um Produktionsplanung, Supply Chain Management und so weiter. Dann habe ich eine Beratung gegründet nach dem Studium oder nach der Promotion, habe dann 15, 20 Jahre knapp Beratung gemacht, sehr viel mit Prozessthemen zu tun gehabt und dementsprechend auch Prozessdigitalisierung, unter anderem für die Siemens AG in München. Bin gefragt worden, ob ich nach Dänemark gehen kann, um Windenergieanlagen, die Supply Chain nochmal neu auszurichten und habe dann gesagt, so jetzt auch gut, jetzt gehe ich zurück nach Hamburg und gehe an die Hochschule zur Hälfte und habe zur anderen Hälfte weiter in der Beratung gearbeitet und bin dann jetzt seit letztem Jahr oder Mitte letzten Jahres verantwortlich für Digitalisierungsthemen bei uns über das Lab, von dem ich gleich ein bisschen was erzähle und mache zur anderen oder mit meiner anderen Zeit, die verbringe ich tatsächlich mit Studierenden. Jetzt nicht unbedingt jeden Tag, an zwei Tagen immer 18 Stunden, aber gerne dort in der Ausbildung und Weiterbildung von Studierenden. So, vielleicht zu meinem kruden Lebenslauf ganz kurz. So, und dann haben wir sowas hier, wie hinter mir zu sehen. Ja? Ja, wir machen, also wir sind im Prinzip fertig mit Digitalisierung, weil 40% unseres Auftragseingangs kommt per E-Mail. Ja? Das ist so das eine, womit wir konfrontiert werden. Das heißt also, wir bilden Studierende aus, denen wir versuchen beizubringen, was tut sich denn so draußen in der Welt, da viele von meinen Kollegen bzw. unseren 200 Lehrbeauftragten in der Praxis unterwegs sind, mindestens mal mit einem Bein oder eben vollständig und bei uns dann eine Spezialvorlesung, Schulungen, wie auch immer machen. So, und dann schicken wir die Studierenden raus und dann kommen die, arbeiten die im Unternehmen weiter oder sollen da weiterarbeiten und dann kommt sowas und sagen, nee, Digitalisierung, wir sind durch. Ja? 40% Auftragseingang, E-Mail, super. Oder sowas. Ja, Digitalisierung, das ist ganz einfach, das haben wir delegiert an unsere IT-Abteilung. Ja? Die machen immer sowas. Die kümmern sich um alles, was irgendwie damit zu tun hat. Kann man machen? Muss man nicht. Also hilft auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, also ich Olli jetzt. Oder die sagen einfach, jetzt sagen Sie doch mal, ja, Hochschule, was sollen wir denn tun? Digitalisierung. Ja? Helfen Sie uns. Steht überall in der Zeitung. Ich höre es im Radio. Bei Penny. Nee. Ja, überall sagen alle, Digitalisierung ist ganz wichtig und muss ich tun. Aber was denn jetzt? Ja, gut. Dann machen wir halt. Also wenn es schon diese engen Verbindungen gibt mit entsprechenden Unternehmen, wir haben uns gerade unterhalten, dass wir gemeinsam Studierende ausbilden zum Beispiel und Unternehmen diese Problemstellung haben, dann müssen wir eben auch als Hochschule der Wirtschaft, als die wir betitelt sind, auch dafür sorgen, dass die Unternehmen auch diesen Schritt gehen können. Weil wo geht man hin?
wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, irgendwo. Ja, zufällig, man kennt jemanden, der jemanden kennt oder wie auch immer, oder man hat einen Haus- und Hofberater oder was auch immer, ja, und sagt, okay, zu dem gehe ich mal und den frage ich mal. Ja, oder ich sehe, irgendjemand schaltet eine Anzeige oder wie auch immer. Und manche laufen halt bei uns auf mit solchen Themen. Und dann sagen wir, gut, dann wollen wir zumindest in der Lage sein, Anstöße zu geben und so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, wie nimmt man denn diese Angst vor diesem großen Thema Digitalisierung. Und das hat dazu geführt, dass wir ein sogenanntes Digital Innovation Lab gegründet haben. Und das übernimmt verschiedene Aufgaben. Das bedeutet, zum einen sind wir natürlich Transfer von der Hochschule in die Wirtschaft als Aufgabenstellung dabei, darüber zu informieren, was bedeutet das denn eigentlich? Ja? Bedeutet das Auftragseingang per E-Mail oder bedeutet das sozusagen Prozesse verbessern, industrialisieren oder ist da vielleicht mehr dahinter? Ja, bedeutet, wir machen so etwas wie Digital Lounges, in denen wir ja, ungefähr diese Größenordnung, vielleicht manchmal ein bisschen größer, verschiedene Speaker haben, die darüber informieren, was tut sich da eigentlich. Wir machen sowas wie Schnupper-Workshops. Ich zeige gleich noch ein Bild von der letzten Woche. Wir machen ganz viele Führungen, wo Leute kommen und sagen, kann ich mir das mal angucken? Ja? Kann ich mir mal Digitalisierung angucken? Wer lacht da jetzt? Ja, Vorsicht. Ja? Und wir machen natürlich mit den Studierenden Vorlesungen, weil entsprechende Digitalisierungsinhalte dort auch transportiert werden sollen in einer gewissen Umgebung, weil es eben nicht nur darum geht, in Anführungszeichen, Prozesse noch effizienter zu machen, noch schneller zu machen, auf eine digitale IT-Schiene sozusagen zu setzen, sondern weil es um andere Dinge geht. Also zum einen informieren. Worum geht es da? Was ist das? Ja, worüber wird da gesprochen? Zum anderen orientieren. Das heißt also, wo stehe ich denn heute überhaupt? Ja, im Vergleich zu anderen. Wo bewege ich mich denn? Ich habe ja überhaupt keinen Maßstab. Und da gibt es sowas wie Digital Checkups, die man machen kann. Das heißt, dass man einfach mal gemeinsam schauen kann, was tut sich so, wie bin ich heute aufgestellt in verschiedenen Bereichen. Machen wir mit Partnern zusammen, wo wir innerhalb von 2 Tagen zum Beispiel mal so ein erstes Bild entstehen lassen. Wo bin ich denn heute und was sind meine Aufgabenstellungen, was sind meine Themen? Geschäftsmodell ist ein großes Thema. Das heißt also, wenn wir über die Automatisierung von Prozessen hinausdenken, dann kommt natürlich automatisch so etwas wie, was machen heute Plattformen, die nehmen mein Geschäft weg, im Prinzip da, wo ich zum Beispiel als Händler unterwegs bin. Ja, wir hatten gerade das Handelsthema. Wenn jetzt Amazon Go kommt, wie sieht die Musik dafür aus? Weiß ich noch nicht, aber alles klar. Ja, aber wenn da jemand kommt und mir mein angestammtes Geschäft wegnimmt, was bedeutet denn das? Was bedeutet Geschäftsmodell überhaupt im digitalen Bereich? Was muss ich da tun? Was kann ich da tun? Also das mal auszuprobieren und das mal sich mal im kleinen Kreis sozusagen herausfordern zu lassen, auch das kann ganz spannend sein. Vernetzung mit Experten, das heißt, wir versuchen das auch so ein bisschen als Heimstatt zu haben, wo man in bestimmten Gruppen zusammenarbeiten kann, sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Das bedeutet zum Beispiel, wir hatten schon 2 Verbände bei uns, die einfach gesagt haben, wir müssen uns für unsere Mitglieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir wissen aber selbst nicht ganz genau, wo es hingeht und was das denn bedeutet. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir dazu mal selbst erstmal einen Workshop machen, um das auszuprobieren, um uns da mit entsprechenden Experten zu vernetzen. Und wir fahren im Sommer in Silicon Valley und bieten an, dass man mitkommen kann, um einfach mal eine Idee zu kriegen, was denn da so passiert. Und dann, was man von der Hochschule erwartet, ja, Aus- und Weiterbilden, offene oder Inhouse-Seminare tatsächlich auch, wo man sagt, okay, ich buche entweder ein Seminar oder ich mache das innerhalb der Firma. Wir machen so etwas wie Managementprogramme, Management-Weiterbildung, wo wir für Unternehmen entsprechend das ist sozusagen Betriebswirtschaft und auch Digitalisierungsthemen für das Mittelmanagement zum Beispiel regelmäßig ausbilden oder weiterbilden an der Stelle mit den Unternehmen zusammen. Machen fachlich spezifische Workshops, je nachdem, was dort gefordert ist und so etwas wie Bootcamp 4.0, das ist ein Wochenprogramm für Studierende, wo die einfach mal so das volle Programm, was man so für Digitalisierung als Teilchenbeschleuniger irgendwie mal braucht, inklusive Pitch am Ende, mal durchlaufen.
können. Und das sind so Formate, die wir dort anbieten. Im Hintergrund vielleicht ein Bild von letzter Woche. Ja, im Lab jetzt, also im Creative Space, wir haben zwei Räume, das ist Creative Space und Working Space. Das eine ist ein bisschen wie Coworking, das andere ist, da darf man auch was kleben und auch an die Wand malen. Ja, das ist jetzt, sagen alle, hä, ja, Kindergarten? Was ist jetzt digital irgendwie? Ja, und am besten da, wo man noch kreativ sein durfte und über neue Dinge nachdenken durfte, das ist dann im Kindergarten danach nicht mehr. Irgendwie, dann muss man arbeiten. Also von daher holen wir sie da wieder ab, wo sie stehen sozusagen, und versuchen eben so ein bisschen ja, mitzubringen, wie kann man da rangehen, wie kann man arbeiten. Das muss jetzt nicht das Nonplusultra sein, aber so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, denkt doch mal drüber nach, geht mal einen Schritt zurück, um aus dem Tagesgeschäftsthema auch rauszukommen. Das Ganze findet in dem neuen Gebäude statt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. Vermutlich kommt man irgendwie ab und zu mal dran vorbei. Das ist gegenüber von der Handelskammer, das HKIK. Da steht jetzt ein Jahrgang Studierende davor. Das heißt also, wir können dann eben auch Dinge tun, wo wir zum Beispiel mal mit den Studierenden was ausprobieren können, weil wir Digital Natives haben. Die sind bei manchen Dingen ein bisschen unkritisch, das darf ich jetzt sagen, sind nicht alle, ja, weil die damit aufgewachsen sind, aber die gehen eben auch ganz anders an Dinge ran, als wir das tun. So, die letzten 15 Sekunden habe ich noch vorbereitet, ein paar nächste Termine. Also wer Interesse hat, mal vorbeizukommen, das darf ja stehen bleiben, das ist gut. Ich muss ja nur noch die 5 Sekunden zu Ende bringen. Also von daher herzlich eingeladen und gerne bereit für Fragen.